Guten Abend aus dem ZIP2-Studio. US-Außenminister Blinken trifft in diesen Minuten in Israel ein. Und das sind unsere anderen Themen heute. Bauer sucht Stau. Mit Traktorblockaden haben tausende Bauern heute halb Deutschland lahmgelegt aus Protest gegen die Pläne der Ampelkoalition. Rotes Kreuz. Seit letztem Sommer führt Andreas Babler nun die SPÖ, aber die Umfragen sind nicht besser als vor einem Jahr. Zum Start des Superwahljahrs ist der SPÖ-Chef live im Studio. Der letzte Kaiser. Franz Beckenbauer war als Spieler und als Trainer Weltmeister und gilt als einer der größten Fußballer aller Zeiten. Gestern ist er in Salzburg gestorben. Wir beginnen heute aber in Israel, wo drei Monate nach dem verheerenden Massaker der Hamas-Milizen der amerikanische Außenminister Antony Blinken erwartet wird. Blinken kommt direkt aus Saudi-Arabien und will eine Ausweitung des Konflikts in der explosiven Region verhindern, etwa Richtung Libanon, wo Israel heute einen hochrangigen Hisbollah-Kommandanten getötet hat. Die USA wollen Israel aber auch dazu drängen, seinen Militäreinsatz im Gazastreifen deutlich herunterzufahren. Das hat US-Präsident Biden am Abend gesagt. Aus Tel Aviv, Tim Kupal. Dunkle Wolken an Israels Nordgrenze. Beinahe täglich Schüsse, Granaten, Raketen und israelische Kampfjets. Aufnahmen der israelischen Armee zeigen Schläge gegen die vom Iran gestützte Hisbollah-Miliz. Ein im Grenzgebiet sehr aktiver Kommandant soll heute durch einen gezielten Drohnenangriff getötet worden sein. Der Regierungschef auf Truppenbesuch im Norden mit einer deutlichen Warnung. Wir tun alles, um die Sicherheit im Norden wiederherzustellen. Wir haben Hisbollah-Chef Nasrallah ein Beispiel dafür gegeben, was mit seinen Kameraden im Süden geschieht. Und das wird auch im Norden geschehen. Städte und Dörfer in der Region sind verlassen. 70.000 Menschen vor den täglichen Angriffen ins Zentrum Israels geflüchtet. Wir sorgen uns alle in Israel, dass die Intensität eines Krieges im Norden viel härter sein wird als im Süden und dass es einen Flächenbrand auslöst, nicht nur einen isolierten Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah. Der frühere Leiter der Palästinenserabteilung des israelischen Armeegeheimdienstes lehrt heute an der Universität Tel Aviv und ist einer der bekanntesten Kriegskommentatoren im israelischen Fernsehen. Gerade jetzt scheint es Israel sehr ernst zu meinen mit der Umsetzung der UN-Resolution 1701 aus dem Jahr 2006, die vorsieht, dass sich die Hisbollah hinter den Litani-Fluss zurückzieht. Und es scheint, dass Nasrallah sich eher querlegt. Die schiitische Hisbollah ist Partei und Miliz, Staat im Staat. Ihr Raketenarsenal größer als das der Terrororganisation Hamas. Vor einem Flächenbrand warnen Top-Diplomaten hier EU-Außenbeauftragter Josep Borrell im Libanon, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock heute im Westjordanland. Ich schätze die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation höher ein als die einer politischen Einigung. Ich glaube, dass der Besuch von US-Außenminister Blinken in Israel die letzte Chance für einen diplomatischen Durchbruch ist. Hier in Israel and in the area in the Middle East will be the last opportunity. Am späten Abend wird US-Außenminister Blinken in Israel eintreffen, zum vierten Mal seit der Hamas-Attacke vom 7. Oktober und seit Kriegsbeginn. Nach einer Gewalttour durch die gesamte Region. Stationen sind Türkei, Griechenland, Jordanien, Katar, heute die Vereinigten Arabischen Emirate, zuletzt Saudi-Arabien. Blinken soll einen neuen Krieg im Norden Israels verhindern, während in Gaza, im Süden und im Zentrum des Küstenstreifens weiter heftig gekämpft wird, seit mehr als drei Monaten. Er wird Israel nicht unter Druck setzen, die Kämpfe einzustellen. Aber er wird über den Tag danach, die Zeit nach dem Krieg, reden wollen. Und er wird von der israelischen Regierung in diesem Punkt klare Antworten verlangen. Noch hat Israels Notstandsregierung auf diese Frage aber keine klare Antwort. Für die Menschen in Gaza bleibt die Hoffnung, dass sich der US-Außenminister bei seiner Forderung nach raschen Hilfslieferungen durchsetzt, während die Terrororganisation Hamas auch heute wieder Raketen auf Zentral-Israel abfeuert. Straßenblockaden sind neuerdings als Protestform groß in Mode gekommen. Heute in Deutschland allerdings nicht mit Klebstoff fürs Klima, sondern mit Traktoren gegen die Politik. Tausende Bauern haben im ganzen Land Städte und Autobahnen abgeriegelt. Aus Protest gegen Kürzungen bei den Agrarsubventionen durch die Ampelkoalition in Berlin. Der Auftakt waren schon letzte Woche aber wütende Bauern, die eine Fähre mit dem grünen Wirtschaftsminister Habeck am Anlegen hinderten. Experten warnen, dass extremistische Gruppen die Proteste unterwandern wollen.
Aus Berlin, Andreas Pfeiffer. Es war der Tag, an dem die Früchte des Zorns gegen die Berliner Regierung geerntet wurden. Von fast 700 Traktoren rund um das Brandenburger Tor. Von tausenden weiteren, die in ganz Deutschland Plätze, Straßen und Autobahnzufahrten blockierten. Das Ziel, die Ampel muss weg. Die Kfz-Steuer, die jetzt erhöht wird, überhaupt die ganze Politik, die gerade gefahren wird, es wird einfach so viel Geld ins Ausland gepumpt und die Rentner können hier Pfandflaschen sammeln und müssen nebenbei noch arbeiten gehen, um ihre Rente aufzustocken. Das ist einfach Dreck. Die Politiker stellen sich hin und ignorieren alles, was das Volk will. Dabei haben die Politiker der Ampel nach Protesten im Dezember die Streichung der Kfz-Steuererleichterungen für Landmaschinen wieder zurückgenommen. Und auch die Subvention von Agrardiesel bleibt länger als geplant. Doch das reicht nicht zur Besänftigung. Hier versucht man, ein Abwicklungsszenario auf den Weg zu bringen, das absolut inakzeptabel ist. Das fast zum Überlaufen gebracht haben die geplanten Steuererhöhungen in Höhe von 1 Milliarde Euro für die Landwirtschaft, überproportional. Und da haben unsere Bauern gesagt, das können wir nicht mehr hinnehmen. Und so drängt der landläufige Zorn die Sachargumente immer weiter in den Hintergrund. Für die Landwirtschaft sind diese Kürzungen verschmerzbar. Die Betriebe haben in den letzten Jahren sehr gut verdient. Zudem sind sie relativ stark an Eigenkapital, sodass sie auch kleine Rückschläge gut verkraften können. Überrollt werden mittlerweile auch die Bauernregeln des guten Geschmacks. Die Saat der Bauernproteste könnte auch für Bewegungen am rechten Rand aufgehen. Die AfD, identitäre Gruppen und Reichsbürger transportieren mit den Demonstrationen ihre Umsturzfantasien gegen die gesamte Berliner Regierung. Das zeigt, dass in diesen Krisenzeiten auch der traditionsreichen zivilgesellschaftlichen Protestkultur in Deutschland eine Radikalisierung droht. Heute ist auch der Geburtstag einer Protestpartei. Die Ex-Linke Sarah Wagenknecht steigt in den Ring und zeigt für das Bauernvolk Verständnis. Hier direkt vor der Tür protestieren heute und auch im ganzen Land die Landwirte, weil sie zu Recht nicht einsehen, dass sie für die Unfähigkeit der Ampel, einen soliden Haushalt aufzustellen, am Ende bezahlen sollen. Der Tag endet mit dem Eindruck, dass das Feld deutscher Politik völlig umgegraben wird. Und damit nach Österreich. Es war der wohl skurrilste Parteitag, den eine österreichische Großpartei je hatte. 2 Tage lang war Hans-Peter Doskozil SPÖ-Chef. Bis klar wurde, in Wahrheit hatte der Dreiskirchner Bürgermeister Andreas Babler gewonnen. Nach den monatelangen Flügelkämpfen versuchte Babler, die SPÖ zu beruhigen mit dezidiert linken Ansagen für die Basis und entschiedener Abgrenzung zur ÖVP. In den Umfragen zahlt sich das bisher allerdings noch nicht sonderlich aus. Die SPÖ steht am Beginn eines Superwahljahres bei 24-25%, genauso wie vor einem Jahr und klar hinter den Freiheitlichen. Wie Babler trotzdem Kanzler werden will, darüber reden wir gleich hier im Studio. Zuvor aber noch Peter Babutzki. Dass das Jahr 2023 mit ihm an der SPÖ-Spitze endet, hätte Anfang des Jahres wohl nicht einmal Andreas Babler selbst geglaubt. Das Duell Pamela Rendi-Wagner gegen Hans-Peter Doskozil verlieren letztlich beide. Im Juni wird Andreas Babler neuer SPÖ-Chef. Allerdings erst nach einer peinlichen Panne der SPÖ-Wahlkommission, die zunächst Doskozil zum Abstimmungssieger beim Parteitag erklärt hat. Die Stimmzettel haben leider nicht mit dem digital verkündeten Ergebnis zusammengepasst. Für mich ist das Kapitel Bundespolitik damit ein für alle Mal, auch das möchte ich an dieser Stelle sagen, abgeschlossen. Für ihn geht das Kapitel Bundespolitik 2023 erst los. Andreas Babler ist Bürgermeister der 19.000 Einwohnergemeinde Dreiskirchen. Die überregionale Politik kennt er bisher nur von außen. Jetzt drückt er die SPÖ nach links. Beim SPÖ-Parteitag in Graz hält er eine sozialdemokratische Best-of-Rede, voll Nostalgie und Klassenkampf, und wird mit rund 89% der delegierten Stimmen als SPÖ-Vorsitzender bestätigt. Inhaltlich setzt er auf Millionärsteuern oder eine 4-Tage-Woche. Bei der eigenen Basis kommt das zwar gut an,
Ob man damit eine Wahl gewinnen kann und einen Koalitionspartner findet, ist aber fraglich. Es macht wenig Sinn, den Grünen die Stimmen streitig zu machen und dann auf eine Ampelkoalition zu hoffen. Es macht auch wenig Sinn, die Millionärssteuer in den Vordergrund zu rücken und dann vielleicht darüber nachzudenken, mit der ÖVP eine Koalition anzustreben. Und vor allem ganz verwirrt sind natürlich selbst die eigenen Anhängerinnen und Anhänger, wenn dann U-Ausschüsse mit der FPÖ gemeinsam beschlossen werden. Apropos, Kritik an diesem U-Ausschuss kommt auch von gewichtigen Stimmen, etwa dem Tiroler SPÖ-Chef Dornauer, der den U-Ausschuss als sinnlos bezeichnet. Es sind nicht die einzigen Querschüsse, die auch Babler begleiten. Im September fliegt auf, dass mehrere SPÖ-Politiker in Wien persönlich von Umwidmungen bei Kleingärten profitieren. Babler kritisiert das, Konsequenzen gibt es in Wien aber keine. Dass Doskozil erst gar nicht zum Parteitag in Graz anreist und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sich aus allen Bundesgremien zurückzieht, ist auch nicht gerade ein Signal der Einheit. Ein altbekanntes SPÖ-Problem. Wenn es nicht gelingt, im nächsten Jahr geeint aufzutreten oder zumindest Kritik nur intern abzuhandeln, dann geht die nächste Wahl auch verloren und damit kann wohl niemand zufrieden sein. Weder in Tirol noch in Eisenstadt oder in Wien. Die Frage bleibt zu Beginn des Jahres, wie viele in der SPÖ wirklich daran glauben, dass das Jahr 2024 mit Andreas Babler als Bundeskanzler endet. Und Andreas Babler ist jetzt live bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend, Herr Wolf. Herr Babler, ich möchte zu Beginn mit Ihnen über zwei verhaltensauffällige Parteigenossen von Ihnen sprechen. Beginnen wir mit Ex-SPÖ-Chef Gusenbauer, der als langjähriger Aufsichtsratschef bei René Benko jetzt im Insolvenzverfahren mehr als 6 Millionen Euro an Beraterhonoraren einklagt. Wie erklärt man sowas eigentlich am Sozialdemokraten? Ja, ist fast nicht zu erklären. Schmerzt mir genauso. Kann es nur moralisch verurteilen. Das habe ich gemacht in jeder medialen Reaktion von mir. Ist natürlich schwer zu erklären, wie jemand solche Beratungssummen kriegt und was dann eigentlich auch die Leistung für das ist. Beim Baukonzern Strabag hat Gusenbauer seinen Aufsichtsratsvorsitz zurückgelegt mit der Begründung, Zitat, ich will vermeiden, dass irgendein Reputationsschaden, also Rufschaden, auf die Strabag fällt. Sollte auch sein Parteibuch zurücklegen, damit kein Schatten auf die SPÖ fällt? Ja, man müsste ihm selber fragen, warum er dann andere Kriterien bei der SPÖ anlegt. Das wäre eine Frage, die man ihm stellen müsste. Aber würden Sie sich das wünschen? Was ich wünsche, ist nicht die Frage. Die Frage doch, ist, Sie sind Parteivorsitzender. Ja, aber es ist kein Wunschkonzert als Parteivorsitzender. Ich kann nur sagen, dass ich es moralisch nicht in Ordnung finde. Und ich glaube aber, dass wenn jemand ein schlechter Aufsichtsrat ist, ob das ein Parteiausschluss ist und viele Summen kassiert, ich würde gerne das verhindern irgendwie, dass man Cooling-Down-Phasen macht und moralisch Kriterien anlegt. Also es schmerzt wirklich. Sie treffen das schon auf den Punkt. Gut, aber dass das die SPÖ schädigt, ist ja überhaupt keine Frage. Eine Parteischädigung kann auch der Grund für einen Parteiausschluss sein. Warum kein Parteiausschluss? Ja, es wird ein bisschen überbewertet, ob Alfred Gusenbauer die SPÖ präsentiert oder repräsentiert. Also dass er ihr hilft, ist ja, werden Sie ja nicht sagen. Ja, es hilft nicht, aber er hat sich dazu entschieden, dass er weiterhin 78 Euro Parteimitgliedsbeitrag zahlen will im Jahr, das sei unbenommen. Aber schlimmer wäre es, wenn man draufkommen würde, jetzt im Zuge der ganzen Aufarbeitung dieser Benko- und Regierungsverflechtungen mit einem 11-Milliarden-Skandal, dass man da vielleicht Verantwortung oder Mitverantwortung trägt. Und wenn diese strafrechtlich irgendwann einmal zur Diskussion steht, will man das anders bewerten. Jetzt ist es so, das verurteile ich, dass man so viel Geld nimmt. Ich verurteile auch, dass man so viel Geld zahlt. Und die Verantwortung ist vielleicht fraglich dahinter. Aber ja, wie gesagt, die SPÖ repräsentiert Alfred Gusenbauer nicht. Gut, Problembär Nummer zwei. Ihr Parteikollege, der Abgeordnete Andreas Kohlroß, noch aktiv im Nationalrat, hat über Weihnachten auf Facebook einen extrem geschmacklosen Vergewaltigungswitz gemacht. Hätte den gleichen Witz ein FPÖ- oder ÖVP-Abgeordneter gemacht, hätten Sie seinen Rücktritt verlangt. Warum nicht bei Herrn Kohlroß? Also ich war genauso fassungslos, wie ich das gelesen habe. Das hat überhaupt keinen Platz. Es gibt einfach Dinge, die sagt man nicht. Es gibt Dinge, die tut man nicht und über die reißt man keine Witze. Und ich muss mich echt einmal entschuldigen, stellvertretend für die gesamte Sozialdemokratie. Das ist ein Posting, das hat in der SPÖ so nichts verloren. Und ich habe, glaube ich,
gemeinsam mit der Bundesfrauenvorsitzende auch sehr schnell Gespräche geführt, haben uns klar auch dazu geäußert, dass das kein Posting ist, das dem Geist der Sozialdemokratie entspricht. Da haben wir Gespräche geführt in diese Richtung. Ja gut, aber dass Sie das Posting verurteilen, das ist ja wohl irgendwie das Allermindeste. Als der ÖVP-Abgeordnete Evgeny Dönmez ein sexistisches Posting über eine SPD-Politikerin gepostet hat, hat die SPÖ selbstverständlich seinen Rücktritt verlangt und die ÖVP hat ihn ausgeschlossen. Warum messen Sie bei Ihren eigenen Parteifreunden mit einem anderen Maß und sind bei Sexismus offenbar weniger konsequent als die ÖVP? Es ist damals ganz konkret gegangen beim Dönmez, damals bei einer bayerischen Staatssekretärin, wenn ich mich richtig erinnere, also ganz personell angegriffen. Aber Sie haben recht. Es aber ist, Vergewaltigungsfantasien generell also, sind besser? Wir haben es glaubhaft versichert in diesem Gespräch oder glaubhaft versichern können, mir und der Evi Holzleitner als Frauenvorsitzende, dass er das nicht mehr vorkommen wird. Wir haben gesagt, nach einer Nachdenkpause, wir geben ihm diese zweite Chance. Und tatsächlich hat er auch, das ist auch der große Unterschied, er hat dieses Posting sofort gelöscht. Ja, das und hat er jetzt auch und hat sich nicht auch versucht, und hat er nicht versucht, das zu rechtfertigen. Ja, aber da hat es einen anderen Druck gegeben. Also ich glaube, das muss man schon zugute halten. Aber auf der anderen Seite sind Sie völlig recht. Das ist nicht das Bild, für das Sie kämpfe. Deswegen auch diese Maßnahmen, auch die Einschätzung dazu. Und da gibt es in der SPÖ nicht wirklich eine Toleranz zur Posting, unkommentiert stehen zu lassen. Naja, das ist ja wohl das Mindeste. Aber offenbar gibt es doch genügend Toleranz, dass Herr Kollross SPÖ-Abgeordneter im Nationalrat bleiben darf. Warum? Ja, weil er glaubhaft versichert hat, dass das nicht mehr vorkommen wird und dass er es sofort gelöscht hat und nicht einmal versucht hat, das Recht zu fertigen. Das ist schon eine neue Qualität zu anderen Fällen, die wir erlebt haben, die auch noch personenbezogen waren. Ja. Gut, jetzt interessant ist schon, Sie sind verbal ja durchaus streng mit Verurteilungen, bei Gusenbauer, bei Kollross jetzt auch wieder, auch bei den sehr günstigen Schrebergärten von Wiener SPÖ-Politikern. Aber nichts davon hat irgendwelche realen Konsequenzen. Was ist Ihr Wort eigentlich wert in der SPÖ? Ja, sehr viel. Ich glaube, das ist einmal neu ist auch in der SPÖ, wenn man sehr klare auch Worte findet. Gusenbauer ist weiter SPÖ-Mitglied, Kollross ist weiter Abgeordneter und in Wien ist gar nichts passiert. Gusenbauer, das ist schon der Unterschied, hat keinerlei Relevanz, wird keine Funktion ausüben, solange ich Parteivorsitzender bin in dieser Bewegung. Also er ist Mitglied, hat sich entschieden, dass er weiterzahlen mag sein. Und das Zweite ist beispielsweise, dass wir ganz konkrete Vorschläge machen. Ich bin ja angetreten, um was zu verhindern. Beispielsweise, dass es Umwidmungsabgaben gibt, dass überhaupt niemand mehr, egal ob das jetzt wer aus der SPÖ ist oder größeren Stil in der ÖVP-Bürgermeister, die Umwidmungsgewinne machen gleichzeitig und dass wir Compliance-Regeln als erste Partei in Österreich aufstellen werden, was das heißt für zukünftige Kandidaturen. Gut, Compliance-Regeln hat die FPÖ schon vor 15 Jahren angekündigt. Ja, sehr wirksam. Ne? Ja, bei Ihnen bis jetzt auch nicht. Ja, jetzt. Also Konsequenzen für SPÖ-Politiker in Wien hatte das Ganze bisher nicht. Ich kann nur für die Bundes-SPÖ sprechen und Sie wissen, was die neue Realität ist. Ich bin überhaupt jemand, der viel verändern will und ich schaue nach vorne. Ich schaue nach vorne, wenn Sie vorher über Signa gesprochen haben, dass in Zukunft es nicht sein kann, dass jemand wie Banker Vermögen macht, Steuerschundungen kriegt in 150 Millionen, nicht einmal mit seinem Privatvermögen haftbar ist, da braucht es ein neues Insolvenzrecht. Ich mache das in Zukunft mit Unwidmungsabgaben, beispielsweise gesetzlich. Ich bin für Cooling-Down-Phasen von Politiker aller Couleurs, die nachher gleich in Konzerne wechseln und dort ein großes Geld verdienen, das versteht ja kein Mensch. Das heißt, ich schaue nach vorne, wie können wir aus dem Status heraus, dass man sich jedes Mal beschweren, dass man sich jedes Mal distanzieren muss und dass man jedes Mal beteuern, ich möchte das in Zukunft verhindern. Okay. Das ist der Punkt. Gut, kommen wir zu Inhalten. Ihr außenpolitischer Berater Wolfgang Petritsch hat vor 2 Wochen in der Presse die Israel-Politik der österreichischen Regierung heftig kritisiert. Vor allem, dass Österreich in der UNO gegen die Forderung nach einem Waffenstillstand in Gaza gestimmt hat, weil nämlich in dieser Resolution die Hamas nicht verurteilt wurde. Sagen Sie auch, dass diese Gegenstimme ein Fehler war? Ja. Also ich habe dieselbe Meinung wie Wolfgang Petritsch. Wir tauschen uns regelmäßig aus in einem Verbund zur Einschätzung der Lage. Ich glaube, wir hätten sie durchringen müssen, dass wir Zivilbevölkerung in Israel schützen, aber natürlich auch in Palästinenser und in palästinensischen Gebieten. Das heißt, der humanitäre Waffenruhe und der Waffenstillstand wäre Gebot der Stunde gewesen. Die Sozialdemokratie. Also Österreich hätte für diese Resolution, für einen Waffenstillstand stimmen sollen. Ja, ganz genau. Wir haben sie da isoliert mit ganz wenigen Staaten nur. Ich glaube, die Sozialdemokratie beschäftigt sie neben der Verurteilung, die bei uns klipp und klar war, was den Terroranschlag der Hamas an belangt, auch mit einer mittelfristigen Perspektive, nämlich wie schaut eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung auch in Zukunft, wie weit weg sie auch noch sein möge, in Zukunft auf Basis des Osloer Abkommens aus, mit einer demokratischen Vertretung von Palästina, mit einem demokratischen Israel. Das sind die Perspektiven, die man nie außer Acht verlieren sollte. Und dann darf man nicht vergessen, wir müssen schützen. Zivilbevölkerung, so Grausamkeiten überall passieren, wirklich auch vor ihrem Leid. Und das gilt für Israel genauso wie für Palästina. Ist die österreichische Außenpolitik zu Israel freundlich?
Nein, das würde ich nicht sagen. Sie ist so unausgewogen, wenn es darum geht, sozusagen einen zweiten Schritt weiterzudenken. Nämlich nicht zu vergessen, bei all der klaren Verurteilung, wo ich d'accord gehe, auch mit der Bundesregierung, ich glaube, die Bundesregierung und überhaupt haben wir auch eine gemeinsame Parteienerklärung gehabt. Ich glaube, da gibt es nichts zu rütteln dran. Aber dann braucht man Perspektive, nämlich menschliches Leid zu verhindern bei Menschen, die nichts dafür können. Und großer Schritt, wir haben viele Themen in diesem Interview zur Innenpolitik. Der Tiroler SP-Chef Dornauer hat auch heute wieder den Konfrontationskurs der SPÖ mit der ÖVP kritisiert, beim Präsidenten Sobotka und auch diesen neuen U-Ausschuss, den nennt er sinnlos. Und auch der Vorarlberger SPÖ-Chef sagt, wir müssen aufhören, uns gegenseitig anzupassen. Und haben die beiden Herren nicht recht? Letztlich profitiert doch nur die FPÖ von dem. Na, Sie haben sehr recht. Ich würde mir auch gerne über andere Dinge unterhalten, würde nachdenken, wie wir endlich einen Transformationsfonds für die österreichische Standardpolitik der Zukunft hinbekommen, das heißt Klimaschutz voranzutreiben, wie wir schauen wieder, dass wir Arzttermine kriegen, wenn wir krank sind, also alles wieder aufrichten, was da im Argen liegt in der Republik. Das wäre mir eigentlich das Liebere anlegen, aber jetzt haben wir halt einen Verfassungsgerichtshof verurteilt, die festgestellt haben, dass da 15 Milliarden Euro an Förderungen an demokratischer Kontrolle vorbei und nicht ganz klar, unter was für Kriterien einfach verteilt worden sind. Und da geht die Koalition nach Inhalten ein, nämlich, dass wir eine Verpflichtung haben, unsere Oppositionsarbeit zu machen. Es ist unser Job, aufzuklären für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, was damit so viel Geld in der Republik passiert ist. Gut, der Verfassungsgerichtshof hat was anderes festgestellt, nämlich, dass die KOFAG nicht ordentlich aufgesetzt war, nicht verfassungskonform. Aber der Hintergrund ist schon sozusagen die demokratische Kontrolle. Die 15 Milliarden sind fragwürdig verteilt worden, das hat er so nicht gesagt. Das werden wir jetzt aufklären, ja. Trotzdem, Sie sind seit Juni Parteichef, aber ich habe schon vorher gesagt, die SPÖ liegt in den Umfragen genau dort, wo sie vor einem Jahr war, bei 24-25%, obwohl fast 3/4 der Wählerschaft mit der Regierung unzufrieden sind. Was machen Sie da falsch? Ich glaube, ich mache vieles richtig. Was machen Sie falsch? Ich glaube, seit Juni wenig. Ich glaube, es war wichtig seit Juni. Das wäre eigentlich der richtige Bemessungszeitraum, wenn ich mir das gestatten darf. Da war die Partei in einem großen Loch. Man hat es ja in der Grafik vorher gesehen, so bei 19-20% in den Umfragen. Jetzt haben wir sie stabilisiert. Aber da machen Sie ja leicht. In dem Loch war sie ja möglicherweise. Ja, aber es war meiner Zeit. Aber, ja. Ich kann nur für die Zeit sprechen, in der ich verantwortlich bin. In das Loch ist die Partei ja gefallen. Ich würde sagen, durch die Vorwahl erst der Herr Doskozil und dann Sie versucht haben, die Parteichefin loszuwerden. Die Parteichefin war ein Jahr vorher noch bei 30%. Also vor einem Jahr, ich würde sagen, war die SPÖ bei 25%. Genau, Anfang des Jahres. Da ist jetzt auch wieder, könnte Frau Rendi-Wagner sagen, das hätte ich auch zusammengebracht. Also ich bin eingestiegen, glaube ich, nachdem er Schauspiel geliefert hat, im Jänner, Februar, März, wo ich nicht beteiligt war. Ich bin als dritte Option jenseits des Streits gekommen. Und ich glaube, ich habe eine ganz solide Arbeit mit der Sozialdemokratie gerade hingelegt. Nämlich, wenn man sich nachdenkt, die ganzen Schauspielereien, die es da gegeben hat, das ganze Theater, das es gegeben hat rundum, wie wird abgestimmt, gibt es eine Mitgliederbefragung, macht das irgendwer. Ich bin dann eingestiegen, habe diese Wahl gewonnen, gegen viele Prognosen, würde ich sagen, und habe die SPÖ tatsächlich beachtlich, glaube ich, in der Bewegung ganz gut aufgestellt. Das war eine Phase, die sehr stark nach innen gerichtet war. Das war wichtig, in der SPÖ wieder Leidenschaft und größere Geschlossenheit herzustellen. Und jetzt kommen wir in die Phase 2, wo wir natürlich nach außen uns orientieren. Wir stehen am Beginn eines Superwahljahres, wie Sie das selber sagen. Okay, und jetzt sagt Anton Belinker, Politologe und kein Rechter, es gibt keinen erkennbaren positiven Babler-Effekt. Was ihm gelingt, ist linke Nostalgie bei den roten Kernwählern zu wecken. Aber mit diesen allein lassen sich keine Nationalratswahlen gewinnen. Ja, ist nett, wenn er das sagt. Aber ganz eine andere These. Also ich glaube, dass er. Ja, der Mann ist ja, der kennt sich aus. Ja, er kennt sich aus. Aber ich habe schon einmal bewiesen, dass ich als Underdog tatsächlich auch mit einer Einschätzung vielleicht von vielen auch Wahlen gewinnen kann. Ich glaube, wir beide hätten es nicht für Möglichkeiten vor einem Jahr, dass ich heute hier sitze und das Parteivorsitzende Interview mache. Aber diese Wahl haben Sie ja auf einem Parteitag gewonnen, bei der roten Basis. Die rote Basis wird Ihnen nicht reichen. Ich glaube, jeder, der gesehen hat, dass man als SPÖ-Vorwahl gewinnen kann über viele Etappen, können einem auch zutrauen, eine Nationalratswahl zu schlagen. Die ist nicht unbedingt schwerer, wie wir wissen. Die Vorwahl haben Sie nicht gewonnen, da sind Sie Dritter geworden. Laut einer Umfrage im heutigen Standard glauben nur 15% der Österreicher, dass Sie der nächste Kanzler werden. Nicht mal 40% der SPÖ-Wähler glauben das. Und in der Kanzlerfrage liegen Sie hinter Kickl und hinter Nehammer, und zwar ziemlich deutlich. Warum? Also ich habe andere Umfragen, eine ganz große, auch jetzt mit einem Meinungsforschungsinstitut mit einem großen Sample gehabt, die zeigen deutlich bessere Werte, auch was meine Person anbelangt. Da habe ich viel höhere Beliebtheitswerte auch als andere, die da zur Wahl stehen. Und ich glaube, ich bin ein guter Wahlkämpfer. Ich werde diese Wahl wirklich mit der Sozialdemokratie auch tatsächlich entscheiden müssen. Wir können uns kein drittes Mal schwarz-blau leisten. Es geht volle Kraft, den Kanzler Kickl zu verhindern. Das können wir einfach unserem Land in der Hand tun. Wenn Sie ein guter
Wahlkämpfer sind, jetzt gibt es ja immer wieder Spekulationen über vorgezogene Neuwahlen noch im Frühling. Wären Sie eigentlich dafür, dass wir möglichst schnell wählen, nachdem die Regierung Ihrer Meinung nach hier alles falsch macht? Ja, ganz klare Ansage. Ich bin dafür, dass man schnell wählt, am besten noch vor dem Sommer. Okay. Jetzt haben Sie immer wieder gesagt, für eine Regierungsbeteiligung der SPÖ wären drei Dinge unverzichtbar: Arbeitszeitverkürzung, Erbschafts- und Vermögenssteuern. Bleibt es dabei? So habe ich die Frage noch nicht gekriegt. Ich habe ein Wahlprogramm noch nicht einmal deklariert. Wir haben Parteitagsbeschlüsse, ich habe ein Vorwahlprogramm gehabt. Von diesem Vorwahlprogramm sind jetzt 27 von 30 Punkten auf dem Parteitag tatsächlich Beschlusslage geworden. Und es gibt eine große Prioritätensetzung. Die erste, würde ich jetzt einmal sagen, in dieser Phase ist, dass wir die Preise runterkriegen. Da haben wir ganz konkrete Maßnahmen vor. Das wäre eins der Hauptanliegen, dass für viele Menschen und die meisten Menschen in diesem Land einfach wieder das Leben leistbar wird. Das zweite wäre wahrscheinlich gleich dafür zu sorgen, dass wir gleich Lohn für gleichwertige Arbeit endlich durchsetzen für Frauen. Ich finde das für eine wahnsinnige Ungerechtigkeit. Und der dritte Punkt wäre, sofort Programme gegen die Kinderarmutsgefährdung auf diesen Weg zu bringen. Das sind einmal große politische Zielsetzungen. Genau. Wir müssen schauen. Und meine Frage war aber, was wären jetzt tatsächlich Ihre ganz klaren Bedingungen für eine Regierungsbeteiligung der SPÖ? Was müsste da auf jeden Fall im Koalitionsprogramm stehen, damit Sie sagen, Sie sind dabei? Oder beziehungsweise, wo sind Sie nicht dabei, wenn das nicht drinsteht? Also ich glaube, mehr Gerechtigkeit braucht es ganz einfach. Ja gut, aber mehr Gerechtigkeit wird ja jeder unterschreiben. Also, wollte ich wollte Ihnen gerade ein bisschen auch detaillierter erklären, also was die Steuergerechtigkeit anbelangt. Das haben wir rückständig in Österreich im OECD-Schnitt. Ganz am Schlusslicht der Tabelle ist sicherlich eine Bedingung, mehr Gerechtigkeit zu machen. Wir haben uns gerade unterhalten, was so manche Herren sie rausnehmen, wie Benko und Co. Und denen von der Regierung alles hofiert worden ist und das wir alle zahlen haben müssen. Also ein bisschen mehr Gerechtigkeit. Heute an diesem Tag, es ist nicht verständlich für uns, dass die Top-Manager nur 5, 6, 7 Werktage im Jahr arbeiten müssen, um dasselbe zu verdienen, was jemand anderes das ganze Jahr arbeiten muss. Da hat sich viel verschoben in den letzten 20 Jahren. Damals war es noch das 20-fache von den Top-Managern. Heute ist es über 80-fache, was sie verdienen zu den Durchschnittsangestellten. Das eine gesetzliche Einkommensgrenze? Wird bei staatsnahen Betrieben beginnen. Wir haben Beschlusslagen auch im Parteitag herbeigeführt. Eine 1:12 Regelung. Das ist der erste Schritt, das wieder ein bisschen ins Lot zu bringen. Ein bisschen mehr diese Entrückung, die da passiert ist, dass da alles aus den Fugen geraten ist. Aber damit ändern Sie ja nichts daran, dass der BAWAG-Chef 9 Millionen Euro verdient oder der Chef eines Papierkonzerns, eines privaten, 5,6 Millionen. Ja, aber er sitzt schon ordentlich unter Druck und ich kann nur dort anfangen, wo der Staat direkt eingreifen kann. Und das sind staatsneue Betriebe, wo der Staat aber bestimmend was machen kann. Ihr Klubobmann Kucher wurde vor 3 Wochen in der Presse gefragt, ist eine SPÖ-Regierungsbeteiligung nur mit Erbschaftssteuern möglich? Kucher, ja, das ist eine ganz zentrale Forderung. Logisch. Eine Regierungsbeteiligung nur mit Erbschaftssteuer. Ja, logisch. Selbst den EOS fordern die es mittlerweile auch schon. Ja, da haben Sie, glaube ich, die Frau Meindl-Reisinger ein bisschen falsch verstanden, irgendwas hier im Studio. Da wird es nämlich schwierig, weil da müssten Sie eine rot-grüne Mehrheit zusammenbringen. Das sind die einzigen beiden Parteien, die klar für Erbschaftssteuern sind. Und an die glaubt niemand. Mit wem wollen Sie dann koalieren? Also ich glaube, dass eine gerechte Vermögensbesteuerung von Millionären und der Erbschaftssteuer tatsächlich umsetzbar ist. Wir sind ja eines der wenigen Länder, die Erben, für die gar keine Leistung da ist, Vermögen, das noch nicht besteuert worden ist, nämlich bei dem, der es empfängt, nämlich den Erben, einfach überhaupt nicht besteuert werden. Wir alle werden wir arbeiten, wir müssen alles zahlen, wir werden immer besteuert, bei jeder Wurstsemmel, die wir kaufen, werden wir besteuert und bei den Millionen Erben schaut man weg, was ich geschafft habe in der Sozialdemokratie, auf das bin ich auch sehr stolz, dass wir nach jahrelanger Diskussion ein ganz konkretes Modell hinlegen, wo klar ist, dass die Häuselbauerinnen und Häuselbauer nicht betroffen sind, dass man bei 1,5 Millionen Freibeträge, Immobilienwerte auch ansetzt, um ganz genau auch klarzustellen, wir wollen diejenigen Leute, die ohne Leistung einfach Millionen vererben, man braucht sie nur anschauen, was jetzt an die Erben jetzt dem Staat entgehen würde, auch von Leuten, die jetzt an Milliardenvermögen erben, ohne dass sie etwas dafür da haben. Sie meinen, Herr Mattisch ist Junior, nehme ich an. Also, ja, Glock ist jetzt die neueste Geschichte. Also es gibt okay. Ja viele so Geschichten. Okay, aber da die ÖVP eine Erbschaftssteuer kategorisch ausschließt, dann heißt das, es kann keine Koalition mit der ÖVP geben. Ich glaube, dass die ÖVP auch bemüht ist, mehr Gerechtigkeit herzustellen. Die ÖVP beispielsweise bei den kleinen Landwirten, die wir ausgenommen haben, bis zu 150 Hektar, da kommen die Agrarkonzerne dran. Die fühlen sich nämlich auch ungerecht behandelt, dass die Agrarkonzerne immer die großen Subventionen kriegen. Aber beispielsweise in der Erbschaftssteuer könnten wir vieles formulieren, dass man endlich den Milchpreis fair bezahlt, dass man die Centbeträge für die kleinen Milchbauern auch tatsächlich auch honoriert. Also da gibt es ein gemeinsames Interesse, da wird die ÖVP, glaube ich, auch für mehr Gerechtigkeit sorgen müssen. Gut, aber wenn sie das nicht tut, wenn die ÖVP sagt, keine Erbschaftssteuer, gibt es keine Koalition mit der ÖVP. Ja, so könnte man das aus dem heutigen Stand sagen. Vermögens- und Erbschaftsbesteuerung. Ist ja notwendig, sonst können wir überhaupt nichts finanzieren in diesem Land.
Okay, und irgendwas ein bisschen unklar gewesen oder geblieben ist nach einem Interview von Ihnen mit Corinna Milborn auf Puls 4, wie das jetzt mit der FPÖ ist, weil da sind Sie eigentlich rhetorisch relativ klar. Dort haben Sie aber dann doch ausgeschlossen, nämlich nicht ausgeschlossen, dass Sie mit der FPÖ doch Verhandlungen führen würden. Also ist eine Koalition der SPÖ mit der FPÖ denkbar und deine Parteichef Babler? Nein, ausgeschlossen, muss ich echt sagen. Es gibt keine Koalition mit der FPÖ. Es geht um eine Richtungsentscheidung. Herr Wolf, was würde das heißen, dass wir sie noch mehr FPÖ-Regierungsbeteiligung auch tatsächlich leisten würden? Wir haben gesehen, dass wenn Schwarz-Blau eine Mehrheit hat, nur mit einer Stimme, dann wird Schwarz-Blau kommen. Das Gegenmodell ist dort, wo die Sozialdemokratie stark ist. Dort gibt es nirgends der SPÖ- und FPÖ-Koalitionen, sondern wir haben einfach das Anrecht darauf, dass wir diese Richtungsentscheidung machen. Wir wollen Bedingungen verbessern und wir wollen kein Land, das sie abkapselt, das sie einsperrt. Das beginnt bei der Medienkritik, bei der Institutionskritik. Und die Menschen müssen verstehen, das wird dort nicht enden. Es wird auch die Einschränkung der persönlichen Freiheitsrechte auch kommen. Das ist ein anderes Modell, was wir haben. Wir wollen die Bedingungen verbessern. Gut, rot-blaue Koalitionen gab es natürlich schon, sowohl im Bund als auch auf Landesebene. War natürlich vor ihrer Zeit, richtig. Aber das gilt offenbar nicht für die Landesebene, was Sie da gerade sagen, weil der steirische FPÖ-Chef Langer schließt die FPÖ als Koalitionspartner in der Steiermark nicht aus. Wenn ich mich korrekt erinnere, hat er gesagt, er wird mit allen sprechen. Das war die Formulierung, aber er hat nicht gesprochen, dass er mit allen Koalitionen macht. Okay, also Koalition gibt es weder auf Bundes- noch auf Landesebene mit der SPÖ. Entschuldigung, dass wir einfach keine Koalition mit der FPÖ machen. Wir werden ja nicht nochmal zuschauen, dass dieses Land nochmal zusammengeschossen wird. Und was bleibt über bei FPÖ- und ÖVP-Koalitionsregierungen, dass man sie dann schlussendlich gar nicht mehr weiß oder den Überblick verliert, wer alle jetzt in irgendwelchen Gerichtssälen huckt oder sich irgendwas verantworten muss. Man verliert echt schon ein bisschen den Überblick. Also das wollen wir unserem Land ersparen. Ich arbeite an einem positiven Reformkanzlermodell. Ich glaube, die Richtungsentscheidung haben wir. Wir stehen am Anfang eines Wahljahres. Ich bin zuversichtlich, dass man Menschen mitnehmen kann, mit positiver Politik Dinge zu verbessern, Herr Wolf. Gut, letzte Frage. Sie haben angekündigt, dass Sie Ihr Amt als Bürgermeister von Dreiskirchen aufgeben werden, wenn der Wahlkampf ansteht. Wann wird es soweit sein? Ich glaube, in der heißen Phase des Wahlkampfs ist eine Möglichkeit. Wir haben mit Dreiskirchen eine gute Lösung gefunden, dass wir in einer Teamlösung auch tatsächlich bis zur Wahl eigentlich den Bürgermeister gut ausüben kann. Ich mache meine regelmäßigen Stunden. Ich habe ein gut strukturiertes Büro, das gut einteilt. Und ich glaube, wie man sieht, auch jetzt in diesem Dreivierteljahr, das sehr aufregend war, auch für mich, auch terminlich sehr aufregend war, haben wir alles gut hingebracht. Und ich glaube, ich mache nicht weniger Termine in Dreiskirchen, die wichtig sind als vorher. Herr Babler, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung, Herr Wolf. Und übermorgen erwarten wir in unserer Interviewserie zum Jahreswechsel den FPÖ-Vorsitzenden Herbert Kickl im Studio und am Donnerstag dann ÖVP-Chef Karl Nehammer. Und in dieser Sendung bringen wir noch einen Nachruf auf den Jahrhundertfußballer Franz Beckenbauer nach der Meldungsübersicht. Die Ukraine ist neuerlich massiv mit Raketen beschossen worden. Von den mehr als 50 russischen Raketen sind laut ukrainischen Angaben 18 zerstört worden, der Rest ist eingeschlagen. Dabei sind 3 Personen umgekommen, Dutzende wurden verletzt. Die französische Premierministerin Elisabeth Borne ist zurückgetreten, vermutlich im Zuge einer bevorstehenden Regierungsumbildung. Darüber wird schon länger in den Medien spekuliert. Es wird erwartet, dass Präsident Macron in Kürze eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger ernennen wird. Die erste private Mondmission in den USA hat begonnen. Vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ist eine von Boeing und Lockheed Martin entwickelte unbemannte Rakete gestartet. Der Flug soll eine bemannte Mondmission in 5 Jahren vorbereiten. Es ist die erste Mondmission der USA seit der Apollo-Mondlandung vor 52 Jahren. In den USA ist jener Kabinenteil, der sich während eines Flugs gelöst hatte, im Garten eines Privathauses gefunden worden. Das Flugzeugteil hatte sich kurz nach dem Start gelöst. Die Boeing 737 MAX 9 musste notlanden. Nun müssen alle 171 Maschinen dieses Typs am Boden bleiben und überprüft werden. Der Verfassungsgerichtshof hat die lange Übergangsfrist für das Verbot von Vollspaltböden in der Schweinezucht gekippt. Die Frist bis 2040 bis zu einem vollständigen Verbot muss verkürzt werden, hat der VfGH im Sinne eines besseren Tierschutzes entschieden. Das Verfassungsgericht war von der burgenländischen Landesregierung angerufen worden.
Deutscher Fußballer des Jahrhunderts. Diese Wahl hat Franz Beckenbauer mit riesigem Abstand gewonnen. Da es Libero mit der Nationalmannschaft Europa- und Weltmeister war und mit Bayern München zigfach Meister und Europacup-Sieger. Der als Nationaltrainer nochmal Weltmeister wurde, schließlich als Organisator die WM 2006 in sein Heimatland geholt hat, für ein Sommermärchen. Kaiser Franz war einer der berühmtesten Deutschen und einer der beliebtesten, bis sich Jahre später herausgestellt hat, wie fragwürdig die WM-Vergabe damals war. Gestern ist Franz Beckenbauer in Salzburg mit 78 Jahren gestorben und in Deutschland herrscht jetzt quasi Staatstrauer. Kaum ein Name stand für den deutschen Fußball wie Franz Beckenbauer. Als Spieler verkörperte er die Position des Liberos wie kein zweiter. Die beste Paarung ist Kampf und Technik. Wenn man das beherrscht, dann wer will einen dann noch schlagen? Der aus dem Münchner Arbeiterviertel Giesing stammende Beckenbauer wurde mit seinem Herzensklub Bayern München mehrmals Meister und Europacup-Sieger und avancierte zur absoluten Vereinsikone. Mit der Kapitänsbinde führte er zudem das deutsche Nationalteam zum Europa- und Weltmeistertitel. Ich würde es wieder so machen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Beruf. Ich habe also praktisch durch den Fußball alles erreicht, was man sich denken kann oder was ich mir vorstellen kann. Auch als Trainer sammelte er Trophäen mit den Bayern. Er galt als akribischer und hartnäckiger Arbeiter. Nicht minder erfolgreich verlief seine Ära als deutscher Teamchef, die er mit dem WM-Titel 1990 in Italien krönte. Österreichische Fußballikonen erinnern sich an einen Weggefährten und Kameraden. Für mich war er immer ein Vorbild und natürlich die Lichtgestalt in Deutschland, was schon was heißt, weil es natürlich viel Weltklasse immer wieder in Deutschland gegeben hat. Weltklasse-Mann, auch als Mensch, super Kamerad. Also es gibt nichts Schlechtes über ihn zu sagen. Im Spätherbst seiner Karriere spielte er mit der brasilianischen Stürmerlegende Pelé gemeinsam in den USA bei Cosmos New York. Auch nach seiner aktiven Karriere stand Beckenbauer stets im Rampenlicht. Immer ein gern gesehener Gast im gesellschaftlichen Leben, fand er seine Ruhe vom Jetset in seiner Wahlheimat Kitzbühel. 2006 holte Beckenbauer die Fußball-WM nach Deutschland und wurde als Vater des Sommermärchens gefeiert. Doch nur wenige Jahre später wurden schwere Korruptionsvorwürfe gegen ihn laut. Der Held der Nation geriet plötzlich ins Abseits. Dubiose Geldflüsse sind bis heute unaufgeklärt. Also die Anschuldigungen sind niemals bewiesen worden, er ist auch nie verklagt worden. Natürlich steht da etwas im Raum, was ihm allenfalls einen Kratzer gebracht hat. Aber mehr ist es auch nicht, ein Kratzer an einem Denkmal des deutschen Fußballs. Ich finde, es wird im Nachhinein auch nur eine Fußnote in seinem Leben sein. Nach einigen Herzoperationen zog sich die einstige Lichtgestalt aus der Öffentlichkeit zurück. Zuletzt verschlechterte sich sein Gesundheitszustand dramatisch. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er zurückgezogen in Salzburg. Franz Beckenbauer verstarb am Sonntag im Alter von 78 Jahren. Die Fußballwelt verneigt sich vor dem Kaiser. Und wir schauen jetzt noch schnell auf die Wetteraussichten. Der Alpenraum bleibt vorerst zwischen hohem Luftdruck über Nordeuropa und einem Mittelmeertief. Die Luftströmung dreht von Nord auf Ost und wird trockener. Damit gibt es morgen einiges an Sonne. Die meisten Wolken im Südosten und zum Teil auch am Nordrand der Alpen. Bei kaltem Wind bleibt es frostig. Zur Wochenmitte ändert sich wenig. Der Wind lässt aber langsam nach und auch die Kälte schwächt sich wieder ab. In Richtung Wochenende werden sich dann ziemlich normale Jännertemperaturen einstellen. Europäische Kulturhauptstadt sind dieses Jahr gleich 23 Gemeinden im Salzkammergut und die sogenannte Bannergemeinde ist dabei Bad Ischl. Hier in OF2 sehen Sie jetzt ein sehr persönliches Porträt der 14.000 Einwohnerstadt durch den Kulturjournalisten und gebürtigen Bad Ischler Günther Keindelsdorfer. Und in der ZIP 3 geht es heute noch um die sogenannte Generation Z, also die ab 2000 Geborenen am Arbeitsmarkt, mit AMS-Vorständin Petra Draxl um 11:45 in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.